Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Heute geht's weiter mit dem Demolition Race Series Natural Burn Wreckers. 4 Race Events sind das im Gesamten. Geborene Demolierer. Willkommen in der Welt von Demolierungsrennen, wo alles erlaubt ist. Dabei ist dieses Einzelrennen-Event mit seinen kurzen und leichten Strecken sowie der freien Fahrzeugwahl in der Klasse C der perfekte Einstieg für Neulinge im Rennen- und Demolierungsgeschäft. Midwest Motor Center Hauptstrecke. 100% Keys. Let's go. Lass mindestens einen Gegner herausdrehen. Das schaffe ich doch mit links, würde ich sagen. Vielleicht hat der hier vorne gleich. Oder auch nicht, da ich ihn überhole. No, Junge! Das war schlecht. Danke für das. Habe ich zwar nicht gemacht, aber okay. Das war ganz doof. Er hat mich in der Luft gedreht. Jetzt muss ich ein bisschen aufholen, sonst geht das hier schlecht. Voran. Aber es ist gut, dass sich ein paar verabschieden. Nee, 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 nee. Nicht querstellen vor mir, bitte. Runde 2, 7. von 16. Ich glaube, das wird nichts mehr. Junge! Alter! Da dreht sich wieder fast einer. Nee, nicht so weit raus. Komm schon, 6. muss drin sein. Oder 5. auch gut, noch besser. Ja gut, 5. damit kann ich leben. Und beste Runde, noch besser. Tagesziel erreicht. Und beste gefahrene Runde. Nächstes Event. Savolax Sandpit. Kurze Strecke, Kies und Asphalt. Beendet das Rennen in den Top 3. Ja, dann mal schauen, ob das klappt. In den Top 3 zu landen. Ich glaube, es wird ziemlich schwer werden auf dieser Strecke. Verpiss dich! Oh shit, da hat sich wer gecrashed. Komm schon.
Das war doof, aber ich habe ihn fast gedreht. Ich habe ihn gedreht. Nice. Okay, Kampf um Platz 3 oder 2, 1. Gibt es hier Windschatten? Keine Ahnung, ob es das hier gibt. Driften ist halt doof, das nimmt viel Zeit weg. Und vor allem nicht auf zwei Rädern fahren in der Kurve hier. Nee, Junge! Yes, 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 komm schon, Platz 1. Nice, das haben wir im Sack. Nice, Platz 1. Straßenabgaskrümmer. Fast Level 5 erreicht. Fire Rock Raceway. Crashe mindestens einen Gegner liebend gern. Aber was heißt crashen genau? Einfach reinfahren oder muss ich ihn von der Straße rammen? Gut, wenn ich Erster bin, kann das nicht wirklich was werden mit Crashen. Oh, da ist jemand geflogen. Ich habe nichts dagegen, wenn ich Erster werde, aber dann schaffe ich das Tagesziel nicht. Ich würde sagen, crashen heißt eigentlich volle Pulle rein, oder? Zum Beispiel hier so in der Kurve. Wahrscheinlich oder auch nicht. Das heißt Crash. Oh shit! Ich habe 9 Rivalen. Vielleicht ist Dritter noch drin. Sieht zumindest so aus. Ja, Dritter sollte drin sein. Generiktag. Auch nice. Das Tagesziel erreicht. Ja. Und Level 5. Sandstone Raceway, kurze Strecke. Verursache mindestens 1500 Schaden. Mal schauen, wie ich das hinbringen soll. F-
gleich, indem ich jemanden hier rausdrehe oder irgendwie so. Nicht ganz. No! Zumindest rausgedreht. Gibt auch Punkte. Nee, Junge! Du kleine Mistkröte! Dich schnapp ich mir, Brony Briggs! Nee! Einfach gedreht! Und jetzt bin ich letzter. Das ist doof. Wird ein schlechtes Rennen für mich. Ich glaube, da kann ich nicht mehr viel reißen. Und auch wahrscheinlich die 1500 Schaden nicht verursachen. Sieht zumindest so aus. No! Fuck. Zwei Reifen-Action. Vielleicht den Mini hier abcrashen. Naja, ein Schaden verursacht. Ja, die 4 Crown Victorias hat schon ziemlich stark. Ein schweres Auto. Schade, schade. Nicht erreicht. Aber okay. 14. Alter Schwede. Ziemlich weit hinten. Naja, gut. Kann man nichts ändern. Endposition 3 abgeschlossen. 230 von 400 Punkten. Ein Rennen können wir noch machen. Fiese Maschine. Bang Racing Challenge Mean Machine. Du hast dich auf dieser Strecke bewiesen und jetzt will ein fieser Bang-Rennfahrer einem Grünschnabel zeigen, wie es läuft, und fordere dich zu einem Duell bei Sonnenuntergang herauf. Schlage den großspurigen Typen und seine Klassenkarre gehört dir. Sieg mit mindestens 50 Metern Vorsprung, schlage den großspurigen Nachwuchs. Am Midwest Motor Center, Hauptstrecke umgekehrt. Ich bin ja gespannt, ob ich das schaffe. Und wenn nicht, dann ramme ich ihn einfach heraus. Natürlich auch. Aber mal schauen, wie gut ich da mithalten kann. Zum Beispiel so. Bye! Der ist weg. Das war mies, aber gut, wir sind hier bei Wreckfest. Es gibt 3 Runden. Das war ein bisschen. Ja, okay, ging noch. Halbwegs. Ein bisschen Abstand haben wir schon mal, das ist gut. Muss ich bloß so
behalten können, irgendwie. Das war jetzt beschissen angefahren. Da kommt er nämlich schon ran. Auch die Kurve war schlecht. Gleich ist er neben mir. Das ist doof. Bin ich nicht gut. Komm schon. Häng den Typen ab. Treffen ist schlecht. Da will er mich drehen, der Mistkerl. Und weg ist er. Oh Mann. Da wollte er eine Attacke machen. Sieht doch gut aus, wenn ich es jetzt nicht verkacke. Aber das sollte drin liegen. Nice. Sehr nice. 1,3 Sekunden schneller. Belohnung Tristar. Region Japan, Klasse C. Und Bonusrennen abgeschlossen. Dann gehen wir doch mal kurz nochmal hier nachschauen, ob es da irgendwas Neues gibt für dieses Auto. Sportzündung. Why not? Sportauspuff geht auch. Ich finde, das Auto fährt sich eigentlich noch ziemlich gut. Ich habe 12.000. Wait. Und auch Sportnockenwellen. Können wir das Auto hier auf Sport auf? Heppen. Sorry, ich vergesse jetzt immer die Panzerung hier nachzuschauen. Okay, Panzerung haben wir bisher eigentlich fast noch nichts. Und dann beim anderen Auto, den Tristar. Das kann man hier machen beim Rasenmäher. Rennmotor. Aber 26.000, Junge. Übertreib. Eigentlich bloß den Motor wechseln, okay. Und Panzerung anbauen? Nee, auch nicht wirklich. Okay. Den könnten wir eigentlich ein bisschen Offroad aufbauen. Die Wave-Räder hinten und vorne. Oder auch nicht. Doch. Ist ein bisschen mies, dass man vorne und hinten zahlen muss. Ich würde sagen, das war's auch wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit der Karriere hier bei Regional Juniors. Haut rein und bis dahin.
Tschüss.